Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um das Thema Gemeinde im Neuen Testament im Unterschied zu dem Volk Israel im Alten Testament. Die Gemeinde im Neuen Testament ist etwas ganz anderes als als das Volk Israel im Alten Testament. Die Gemeinde im Neuen Testament, die ist wiedergeboren. Im Alten Testament gab es keine Wiedergeburt. Im Alten Testament, da konnte man sich dazu entscheiden, sich zum Volk Gottes zu zählen und die Gebote zu halten. Manche haben sich dann beschneiden lassen und dann waren die sogenannte Beisassen oder Proselyten. Ja, die sind dann zum Judentum übergetreten. Zum Christentum oder ich muss eigentlich noch genauer sagen, zur Gemeinde Jesu kann man nicht eigentlich irgendwie übertreten, ja, oder sich dazu entscheiden, mitzumachen. Sondern das geschieht durch Wiedergeburt, durch neue Geburt. Das ist ein Geheimnis, ja, das im Neuen Testament beschrieben wird. Die Gemeinde Jesu, die kommt zustande, weil diejenigen, die an Jesus glauben, dann teilhaftig werden der göttlichen Natur. Das schreibt Petrus und auch Paulus, ja, dass es einen neuen Menschen gibt in Christus und gleichzeitig einen alten in Adam. Dass der wiedergeborene Mensch zwei Naturen hat, ja, einen neuen Menschen, einen alten Menschen oder einen geistlichen Menschen und einen leiblichen, fleischlichen Menschen, einen himmlischen Menschen, einen irdischen Menschen. Das kommt daher, weil der Mensch, der an Jesus Christus glaubt, wiedergeboren ist und diese neue Natur hat. Das kennt das Alte Testament nicht. Das klingt zunächst mal unglaublich, das ist aber so. Weil im Alten Testament gab es nie die Verheißung, dass der Mensch, der gläubig ist, Gottes Natur teilhaftig würde. Sondern da gab es den Gottesmenschen, der sich ans Gesetz hält und an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sich beschneiden lässt, der die Reinigungsriten durchführt und die Opfer. Aber es gab nicht die Verheißung, dass im Alten Testament jemand der Natur Gottes teilhaftig würde. Es gab schon den Fall, dass auf Könige oder auch Propheten oder Priester zeitweise der Geist Gottes herabkam und sie dann geweissagt haben, aber dass der Geist Gottes bleibend in ihnen gewesen wäre, das war im Alten Testament nicht der Fall. Das ist rein neutestamentlich. Die Gemeinde Jesu soll auch nicht das Gesetz halten. Sondern die Gemeinde Jesu soll Christus darstellen. Das ist ein riesengroßer Unterschied im Vergleich zum Alten Testament. Ja, das Alte Testament, das sollte Gott ergeben, das Volk Gottes im Alten Testament, das sollte Gott ergeben leben, weil es sich an die Gesetze Gottes hielt, die gut waren. Ja, in einer antiken Welt, die voller Grausamkeiten und Blutvergießen gewesen ist und voller Ungerechtigkeiten, hat Gott seinem Volk ein gutes Gesetz gegeben. Ja, aber das Gesetz zeigt auch die Sünde auf im Menschen, die immer noch drin ist in ihm. Und im Alten Testament waren die Israeliten angehalten, das Gesetz zu halten. Im Neuen Testament sind wir angehalten, Christus darzustellen. Unser Gesetz ist ein Gesetz des Geistes. Unser Gesetz ist das Gesetz Christi, das Gesetz der Freiheit. Das ist etwas ganz anderes als im Alten Testament, ja. Wenn die Gemeinde entrückt wird, Entrückung gibt es für Israel zum Beispiel auch keine, ja. Wenn die Gemeinde entrückt wird in den Himmel, dann wird die Gemeinde Christus sehen. Und sie wird ein Teil von Christus werden, ja. Ein Teil des Gesalbten. Weil Christus ein hoher Priester ist nach der Weise Melchisedeks und wir auch Priester sind, keine hohen Priester, aber ein königliches Priestertum sind, gehören wir zu Christus. Und weil wir vom Geist Gottes gezeugt wurden, so wie er auch, wird die Gemeinde Jesu in der Vollendung nach der Entrückung mit Christus vereint sein und den Christus Gottes vervollständigen. Und dann fängt das Königreich des Messias, des Christus an für 1000 Jahre. Ja? So wie die Offenbarung sagt, dass wir mit Christus herrschen werden 1000 Jahre. Das ist etwas anderes als das, was Israel an Verheißungen gegeben wurde. Ja? Der Israelit, der sich an Gottes Gesetz hielt, dem war verheißen, dass er gesegnet wird mit einem langen Leben, mit einer großen Herde und einer großen Anzahl von Kindern und mit Gesundheit
und dass er nach seinem Tod zu den Vätern versammelt wird. Die Gemeinde Jesu ist gesegnet mit allem, was es gibt auf der Welt, mit dem Irdischen, mit dem Himmlischen, mit dem Gegenwärtigen, mit dem Zukünftigen. Die Gemeinde Jesu erbt die ganze Erde und den ganzen Himmel in Christus. Ja, wir aber sind Christi, Christus aber ist Gottes, so schreibt Paulus. Die Verheißung für Israel beinhaltete, dass Israel das Land Israel gegeben wurde. Die Verheißung für die Gemeinde ist, dass die Gemeinde die ganze Welt erbt und den Himmel. Das ist viel mehr. Damit kommt man dann eigentlich schon mal zu dem Thema der Ersatztheologie oder könnte man mal zukommen. Viele bemühen sich ja zu sagen, ja, dass sie nicht Vertreter der Ersatztheologie wären. Die Ersatztheologie, die hat sich bei den Reformatoren herausgebildet, weil die gesagt haben, dass die Christenheit das Israel Gottes wäre, dass das Volk Israel nicht mehr kommen würde und keine Zukunft mehr hätte. Und dass alle Verheißungen, die auf Israel gelegt worden sind, mit Gesundheit und langem Leben und irdischem Segen jetzt auf die Kirche übergegangen sei und die Kirche die Erbin Israels wäre, ja, dass die Herrschaft auf die Kirche übergegangen ist, die Herrschaft über die Völker, ja, die auch Israel verheißen ist für das tausendjährige Reich. Und diese ganzen Segnungen, die hat die Kirche auf sich vereint und hat gesagt, Israel existiert nicht mehr, das gibt's nicht mehr, Israel ist verworfen und wird nicht mehr kommen. Und alle Segnungen, die in den Psalmen stehen oder auch in den Propheten für Israel, die sind, das ist geistlich gemeint, geistlich zu verstehen und das gehört der Kirche, ja. Und die Rabbiner sind natürlich da sehr ärgerlich drüber und sagen, nein, das gehört uns, das ist uns zugesagt und nicht den Christen, nicht der römisch-katholischen Kirche, nicht Europa, sondern uns gehört das. Und alle, die diese Lehre vertreten, die vertreten letzten Endes eine Theologie, die das Existenzrecht Israels letzten Endes auch in Frage stellt, ja. Und vor allem die Segenslinie Israels in Frage stellt. Und deswegen wird das sehr hart angegangen. Und viele evangelikale Prediger, die bemühen sich dann bei allen möglichen Vorträgen zu beteuern, dass sie keine Vertreter der Ersatztheologie seien, ja. Ich bin auch kein Vertreter der Ersatztheologie, aber aus einem anderen Grund. Der Grund dafür, dass die Ersatztheologie einfach, oder der einfache Grund dafür, dass die Ersatztheologie überhaupt so viel Raum greifen konnte, ist der, dass die Kirche, die Großkirchen eigentlich in ihrem Denken und in ihrem Glauben irdisch geworden sind und ihren Glauben auf irdische Verheißungen irgendwann gestützt haben, statt auf himmlische Verheißungen. Die Gemeinde hat himmlische Verheißungen. In Epheser 1 steht, dass wir gesegnet sind mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern. Und dann zählt Paulus die auf, ja, dass wir gerecht gemacht sind, dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind, dass wir erwählt sind vor Grundlegung der Welt, dass wir eingeweiht sind in Gottes Willen, dass wir versiegelt sind, ja, und er zählt das auf, ich glaube 7 oder 8, je nachdem, wie man das zählt, verschiedene Segnungen sind das. Und das sind geistliche Segnungen in himmlischen Gütern und nicht irdische Segnungen. Also ein Israeli oder ein Israelit im alten Bund, der sich an Gottes Gebote hielt, dem war Gesundheit, Vermögen und langes Leben verheißen. Der Gemeinde Jesu ist Rettung, Segen und ein ewiges Erbe verheißen, aber kein langes Leben auf Erden oder kein stetig anwachsendes Vermögen, ja, sodass man irgendwo ständig ein volles Girokonto hätte. Das sind irdische Segnungen. Paulus sagt aber, wir sind gesegnet mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern. Und an Paulus kann man ja auch sehen, dass das Evangelium, was er geglaubt hat und was er gepredigt hat, sich finanziell für ihn überhaupt nicht ausgezahlt hat, ja. Aber geistlich hat sich das ausgezahlt für ihn. Die Kirche und die Reformatoren, also die reformatorischen Kirchen oder die großen Landeskirchen, gerade so in der Hochzeit des Christentums vor 500 oder vor 1000 Jahren, die haben allerdings gesagt, wir sind so groß geworden, so mächtig und so prächtig. Die Bischöfe, die haben ja regiert wie Fürsten, ja. Und man hat das im Sprachgebrauch auch noch, der Fürstbischof, sagt man normalerweise, ja. Fürstbischof, wenn man das genau mal überlegt, dann ist das fast wie so ein Melchisedek, Melech Zadok, ein Königpriester, ja. König war dann der Fürst, Priester war der Bischof. Also König, Priester ist gleich Fürstbischof. Das heißt, diese Fürstbischöfe waren geistliche und weltliche Oberhäupter. Und dieses Fürstbischoftum hat sich letzten Endes von diesem Melchisedektum abgeleitet. Also man sieht das noch
Aber diese Fürstbischöfe, die haben ihre Herrschaft sehr irdisch verstanden, sehr materiell und sehr weltlich. Das heißt, die Landeskirchen sind dann, oder die großen Amtskirchen, die sind eigentlich irdisch geworden in ihrem Denken, in ihrem Glauben, in ihrer Exegese, in ihrer Auslegung. Und da oder in dem Zusammenhang haben sie dann gesagt, also die Segnungen, die Israel bekommen hat, die gehören jetzt alle uns. Das ärgert die Rabbiner, ja. Die wollen das nicht sagen. Nee, die Segnungen gehören uns, ja. Und jetzt streitet man da hin und her. Und mittlerweile ist man auch so weit, dass, wie gesagt, viele das auch relativ schnell beteuern unter den Christen, dass sie auf keinen Fall Anhänger der Ersatztheologie wären, weil Israel ja diese Verheißungen hat und Gott sein Volk nicht verworfen hat. Römer 11, ja. Ich hänge auch der Ersatztheologie nicht an, aber aus einem anderen Grund. Wenn Israel diese irdischen Segnungen gerne haben möchte, dann sei Israel das unbenommen, ja, dass Israel sein Land hat und dass Israel seine Hauptstadt hat und auch sein Volk hat und seine Existenzberechtigung. Aber die Verheißung, die Gemeinde Jesu hat, die übersteigt das bei weitem. Die Verheißung der Gemeinde Jesu ist viel umfassender, als dass wir ein Land irgendwo im Nahen Osten erben würden, ja, und dann nicht mal das Größte oder das Umfangreichste oder Land von der Landmasse das Größte, sondern ein kleines Land im Nahen Osten, ja, das natürlich auch nochmal reichen soll vom Euphrat bis an den Nil. Aber die Gemeinde hat eine andere Segenslinie. Die Gemeinde erbt nicht nur ein Land. Die Gemeinde in Christus, die Leibesgemeinde Christi, die erbt die ganze Welt und den Himmel noch dazu. Und das Vergangene und das Zukünftige, alles ist euer, sagt Paulus. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Das ist das, worum es bei der Gemeinde geht. Und deswegen bin ich auch kein Vertreter der Ersatztheologie, weil ich davon ausgehe, dass die Gemeinde viel mehr erbt als Israel. Wenn ich jetzt die Ersatztheologie mir zu eigen machen würde, dann würde ich das Erbe der Gemeinde ja mindern. Und zwar nicht nur um den Himmel, sondern auch um die Erde. Dann wäre die Verheißung der Gemeinde ja nur auf das Land Israel bezogen. Das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Ja? Also das sind so Dinge, wo man sieht, dass die Gemeinde Jesu eine ganz andere Berufung hat, eine ganz andere Segenslinie hat, auch eine andere Wesenheit darstellt, ja? Weil sie halt wiedergeboren ist, weil sie Gottes Geist in sich trägt, weil der Geist Gottes uns das Wort Gottes verstehen lässt. Und zwar nicht nur nach dem Buchstaben, dass wir die Gesetze halten sollten, sondern dass wir im Gesetz Christus finden. Dass wir sehen, das ganze Alte Testament treibt Jesus Christus, so hat Luther gesagt. Ja, das heißt, dass uns die Augen geöffnet werden für die Geheimnisse in Gottes Wort, im Neuen und im Alten Testament. Dass wir Christus erkannt haben, dass wir zu einer neuen Natur gekommen sind. Dass wir, selbst wenn wir sterben, ewiges Leben haben. Dass wir auferstehen werden, dass wir in den Himmel kommen. Das kennt das Judentum nicht. Das Judentum kennt nach der Auferstehung nur die zukünftige Welt, in die sie kommen. Aber die Gemeinde kommt in einen zukünftigen Himmel und regiert vom Himmel aus die ganze Erde und den ganzen Kosmos. Aber wir sind Christi und Christus ist Gottes. Das ist eine ganz, ganz andere Linie. Ja? Und diese Linie ist eingeschoben in diese Geschichte Israels. Israel war das Volk des alten Bundes und Israel wird wieder Gottes Volk sein im tausendjährigen Reich und dazwischen eingeschoben ist die Gemeinde Jesu. Aber die Gemeinde Jesu ist keine bestimmte Nation, kein bestimmtes Volk. Ja, die Gemeinde Jesu ist Gottes Volk. Gott hat sich ein Nichtvolk erwählt. Gott hat sich ein Volk erwählt, unabhängig von der Blutlinie. Gott hat sich ein Volk erwählt, unabhängig von der Stammeszugehörigkeit, ja. Auch unabhängig von der Zugehörigkeit der 12 Stämme Israels oder von irgendwelchen afrikanischen Stämmen oder Ethnien. Die Gemeinde Jesu ist da unabhängig von. Wenn ein Europäer oder ein Asiate oder ein Afrikaner oder ein Australier oder ein Grönländer, ja, oder ein Nordpolist oder ein Südpolist, wenn die zum Glauben kommen an Jesus Christus, dann sind die eins. Die sind eins in Christus. Sie sind Geschwister. Sind eins in Christus geworden und sind Geschwister in Christus und erben den Himmel und die Erde, ja, die erben alles in Christus. Warum? Weil wir Gott die Ehre geben. Inwiefern denn? Weil wir ihm danken dafür, dass er das Liebste gegeben hat, was er überhaupt hatte, unseren Herrn Jesus Christus. Das zeichnet die Gemeinde Jesu aus. Und dass sie davon nicht mehr lassen, ja, dass sie sehen, Gott hat das gegeben, hat seinen Sohn gegeben für unsere Sünden. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Nicht nur Israel, sondern alles,
die Welt und den Himmel. Das ist die Berufung der Gemeinde Jesu. Und Paulus sagt, dass das, was auf die Gemeinde Jesu wartet, nicht wert ist, erwähnt zu werden im Zusammenhang mit dem, was an Leiden auf die Gemeinde Jesu zukommt. Die Gemeinde Jesu ist auch zum Leiden berufen. Warum denn? Naja, weil sie in der Wahrheit lebt. Sie lebt in der Wahrheit Christi in einer Welt voller Lüge. Und wenn man in der Wahrheit ist, in einer Welt voller Lüge, dann weiß jeder, was da rauskommt. Ja? Wer die Wahrheit redet, braucht ein schnelles Pferd, heißt das immer. Aber die Gemeinde Jesu, das ist etwas, was mit irdischen Augen überhaupt nicht zu verstehen ist. Was man überhaupt nicht sehen kann, was die Rabbiner nicht sehen, die Muslime nicht sehen, was die Gnostiker nicht sehen, was die Agnostiker nicht sehen, was irgendwelche Buddhisten oder Hinduisten oder was es auch an Religionen irgendwo auf der Welt gibt, was die alle nicht sehen können. Jesus sagt zu Nikodemus, du musst von neuem geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen und kannst da nicht hineinkommen. Die Gemeinde Jesu, die sieht man gar nicht, ja? Jesus sagt zu Nikodemus, wie soll ich dir das erklären? Das ist wie der Wind, ja? Du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Das ist wie das Pneuma, ja? Der Wind. Das ist wie der Ruach, der Hauch Gottes, der, du spürst das, aber du kannst das nicht einordnen, du kannst das nicht einschätzen. Du spürst den Wind, aber du siehst ihn nicht und du weißt nicht, woher der Wind kommt und wohin er geht. Und so ist ein jeglicher, der aus dem Wort Gottes geboren ist, der aus dem Geist Gottes geboren ist. Das ist für irdisch gesinnte Menschen nicht zu verstehen und nicht nachzuvollziehen und nicht zu erfassen. Die können das nicht erfassen. Ja, das ist ihnen eine Torheit oder ein Ärgernis. Ja, den Griechen war es eine Torheit und den Juden ist es ein Ärgernis. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Das heißt, diese Verheißung der Gemeinde, dass sie wiedergeboren wird und dass sie aus dem Geist geboren ist, ist etwas, was nur der nachvollziehen kann und sehen kann, der selber wiedergeboren ist. Ja. Jesus sagt es zu Nikodemus, wenn du nicht von neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Du kannst das nicht sehen, nicht verstehen. Und das war schon die Diskrepanz zur Zeit Jesu, dass Jesus vom Himmel herab geboren war und die Pharisäer das überhaupt nicht glauben wollten und auch nicht verstehen wollten und auch letzten Endes nicht konnten, weil ihnen Gottes Geist letzten Endes dafür fehlte. Ja? Nikodemus kommt ja auch zu Jesus und sagt, du bist ein Lehrer von Gott gesandt, ja? Niemand kann die Dinge, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und Jesus sagt zu ihm, Nikodemus, du hast nicht verstanden, wer vor dir sitzt. Ja? Hier sitzt kein Rabbi, hier sitzt kein Lehrer, hier sitzt nicht ein weiterer jüdischer Lehrer. Hier sitzt auch kein alttestamentlicher Prophet, der Wunder tun kann. Hier sitzt mehr, hier sitzt Gottes Sohn. Aber das kannst du nicht sehen, Nikodemus, weil du nicht von neuem geboren bist. Das war die Aussage, die Jesus hat. Und das ist der Unterschied der Gemeinde im Vergleich zum alttestamentlichen Israel. Ja, es geht also nicht zu einer Christenheit, geht nicht darum, zu einer Christenheit dazu zu gehören, sondern es geht darum, zu Christus zu gehören. Das ist das, worum es geht. Und die Gemeinde hat eine viel höhere, viel schönere Berufung und größere Berufung, als Israel die hatte und jemals haben wird. Ja, Israel hat eine irdische Berufung. Israel ist das irdische Volk mit einem irdischen Tempel, mit einem irdischen Segen, mit einem irdischen hohen Priester, mit irdischen Opfern. Die Gemeinde Jesu ist der Tempel. Sie ist selber der Tempel. Sie hat einen ewigen hohen Priester mit ewigen Opfern, die ewig gültig sind. Und sie hat eine ewige Berufung. Und die Welt, so wie wir sie kennen, die bleibt genauso lange bestehen, bis die Vollzahl aus den Heiden eingegangen ist, ja. Bis die Gemeinde Jesu vollständig ist. Bis der Christus Gottes vollständig ist, ja. Und die Welt, so wie wir sie kennen, die existiert eigentlich nur aus einem Grund. Damit die Gemeinde Jesu in der Welt, in der Zeit offenbar wird. Dass es Menschen gibt, die in der Gottesferne, während sie hier leben auf der Erde, Heimweh haben. Dass die etwas suchen, dass die mit dem, was sie hier sehen, nicht auskommen, nicht zufrieden sind, dass die nach etwas mehr suchen. Jesus sagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und die Gemeinde Jesu wird dadurch offenbar, dass wir alle ins Fleisch geboren werden und alle unsere Zeit im Fleisch haben, aber dass es doch Menschen gibt, die nach dem Himmel Sehnsucht haben und die dann in Christus zur Ruhe finden und sagen, das war meine Bestimmung. Christus ist meine Bestimmung. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, sagt Paulus. Ja, die wissen, dass sie ein ewiges Leben haben. Und die Welt, so wie wir sie kennen, die ist lediglich dazu da, dass die Gemeinde Jesu und vor allem Jesus Christus selber in der Welt offenbar wird.
im Fleisch, in der Gottesferne, mit einem Heimweh, was dann gestillt wird, wenn wir entrückt werden, wenn wir auferstehen werden und wenn wir Jesus Christus sehen werden, so wie er ist, und wenn wir beim Vater im Himmel sind. Wenn wir entrückt werden, wenn wir in den Himmel kommen, werden wir uns da zu Hause fühlen. Ja, wir kommen dann nicht hin, in etwa, als ob das etwas Neues wäre, sondern wir sind ja von oben herab gezeugt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Jesus Christus sagt, dass wir unsere Wohnungen im Himmel haben. Wenn es nicht so wäre, würde er hingehen und sie uns zubereiten. Ja, das heißt also, das ist eigentlich unser Zuhause. Das ist unsere Heimat. Und da zieht es uns ja auch hin. Das ist ein Unterschied. Das war bei Israel nicht der Fall. Und auch die Verheißungen Israels sind alle irdisch, alle auf die Erde bezogen und letzten Endes reduziert aufs Land Israel, ja. Und auf eine zukünftige Welt, die kommen soll, wenn der Messias kommt. Aber die Gemeinde Jesu, die hat ewige Verheißung, die hat den Himmel als Verheißung, die hat das Gegenwärtige und das Zukünftige. Gott wird uns mit Christus alles schenken, sagt Paulus. Und das ist der Unterschied zwischen der neutestamentlichen Gemeinde Jesu, die keine Landverheißung hat, keinen irdischen Segen zu erwarten hat, sondern himmlischen Segen, die zum Leiden berufen ist, weil Christus gelitten hat. Ja, so sagt Paulus, so wappnet auch ihr euren Sinn. Und die eine andere Berufung hat als das irdische Volk Israel. Und wenn jetzt die Theologen sagen, nein, wir sind keine Vertreter der Ersatztheologie, dann kommt das daher, weil die so viel Widerwind bekommen aus der israelisch-zionistisch-jüdischen Richtung, weil die eifersüchtig darauf achten, dass die Verheißungen, die an Israel gegeben sind, auch Israel gehören. Und dann nehmen sie die den Christen weg und sagen, die gehören nur uns. Und ich sage, die hat den Christen noch nie gehört, weil die ist viel zu klein. Für die Gemeinde Jesu sind die Verheißungen, die an Israel gegeben wurden, zu wenig. Das ist zu wenig für die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu hat mehr. Die bekommt mehr geschenkt. Die bekommt in Christus alles. Den Kosmos und das All und die Erde und die Verheißungen und alles, ja, weil sie geglaubt hat. Das ist das, was die Gemeinde Jesu unterscheidet vom Volk Israel. Es gab auch einen Glauben im Alten Testament, ja, den Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber im Neuen Testament gibt es nicht nur Glauben, sondern da gibt es Wiedergeburt. Und wenn die Gemeinde vollständig ist, wenn der letzte Mensch geboren ist, der noch zur Wiedergeburt kommen soll, und der vollendet ist, dann wird Entrückung sein. Vorher nicht, ja. Dann wird die Gemeinde entrückt, dann wird der Leib Christi, das gab es im Alten Testament ja auch nicht, ja, Christus ist der Leib und wir sind die Glieder. Man kann es ja mal auf Hebräisch übersetzen. Der Messias ist das Haupt und die an Jesus glauben, sind die Glieder des Messias. Wir sind Glieder des Messias. Das hört sich ganz anders an, oder? Das kennt man im Alten Testament nicht. Die Israeliten haben gewartet und warten noch immer auf ihren Messias, aber sie sind nicht Teil des Messias, ja. Teil des Messias ist nur die Gemeinde Jesu. Da mag es alle möglichen gnostischen Richtungen geben im Judentum, die das vielleicht dann irgendwie auch behaupten würden, oder ob da was im Talmud steht zu, das weiß ich nicht genau, aber im Tanach, im Alten Testament, steht da nichts von. Und das ist das, was uns eigentlich bindet und uns angeht und was verbindliche Aussagen sind über die Tatsachen Gottes im Geist, ja. Aber man sieht, der Heilskörper der Gemeinde Jesu, der ist von der Welt abgekoppelt, der hat mit der Welt in dem Sinn nichts zu tun, ja. Wir sind zwar in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Israel ist von der Welt. Israel hat auch die Welt, ein Teil der Welt als Verheißung. Alles, was Israel angeht, ist weltlich, innerweltlich. Das Gesetz, der Tempel, die Opfer, der Gottesdienst, die Verheißungen, ist alles weltlich, alles innerweltlich, ja. Aber die Gemeinde, die ist zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Wovon ist die denn? Die ist von Christus. Die Gemeinde ist vom Himmel und deswegen wird die Gemeinde auch wieder in den Himmel entrückt, weil die dorthin gehört. Ja? Und so wie Christus entrückt wurde vom Ölberg, aufgenommen wurde in Wolken, so wird die Gemeinde auch aufgenommen in Wolken bei der Entrückung. Ja? So wie Christus gezeugt wurde in Maria durch den Geist Gottes, der sie überschattete, so sind auch wir geboren, wiedergeboren worden durch den Geist Gottes. Ja? So wie er ein Priester ist nach der Weise Melchisedeks, so sind auch wir Priester. Ja, wir sind ein königliches Priestertum, sagt der Petrus, ja, im Petrusbrief. Mose sagt im Alten Testament zu Israel, ihr seid ein priesterliches Königtum. Zur Gemeinde sagt er, ihr seid ein königliches Priestertum. Das heißt, der Schwerpunkt für die Gemeinde Gottes im Neuen Testament liegt auf der Priesterschaft, auf der Königspriesterschaft.
während die Segenslinie in Israel auf der Königslinie liegt, auf der Messiaslinie, auf der Nagid-Linie, ja, wenn der Messias kommt. Das sind auch zwei unterschiedliche Linien. Das sind zwei unterschiedliche Haushaltungen. Die versucht man vielleicht zu unterscheiden oder kann die nahezu unterscheiden, wenn man da irdisch gesinnt rangeht, ja, vielleicht so als gesetzlicher Mensch oder als Buchstabenchrist, dann versucht man das irgendwie zu trennen. Aber der, der wiedergeboren ist, der das Reich Gottes sieht, der spürt die Unterschiede sehr deutlich und der sieht die auch klar, ja. Deswegen Ersatztheologie, ist überhaupt nicht mein Thema, ja, würde ich überhaupt nicht vertreten wollen. Ist auch meiner Meinung nach in der evangelikalen Welt oder selbst in den Landeskirchen kaum noch vertreten, ja. Die meisten Leute sehen ja auch, dass Israel als Staat wieder da ist. Und wenn da jemand die Ersatztheologie predigen würde, dann würde ich sagen, alle Verheißungen Israels gehören uns. Dann würden die meisten mit Stirnrunzeln da sitzen, ja. Aber jeder, wie gesagt, beeilt sich das so zu behaupten, damit er keinen Ärger bekommt. Mich geht es eigentlich überhaupt nichts an, weil ich sage, wenn ich die Ersatztheologie für die Gemeinde Jesu anwenden würde, wäre das zu wenig. Ja, ich wollte damit nur so kurz anreißen, dass die Gemeinde mehr ist als Landeskirche oder Amtskirche oder Staatskirche. Die Gemeinde Jesu ist auch mehr als Israel. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder, ja. Und die Gemeinde hat eine andere Berufung, die hat kein Gesetz aus Buchstaben, sondern unser Gesetz ist Person. Ja, im besten Sinn des Wortes. Unser Gesetz ist Christus. Deswegen haben wir auch das Gesetz Christi und sollen Christus darstellen und nicht Gebote halten, Stück für Stück. Ja, das ist etwas ganz anderes. Und vielleicht das noch vielleicht zum Abschluss, weil es letztens im Gespräch auch interessant war. Das Alte Testament hört mit der Apostelgeschichte auf. Und die Evangelien, die gehören eigentlich noch zum Alten Testament. Also man muss es richtig verstehen. Ja, die stehen natürlich in der Bibel im Neuen Testament. Man findet die Evangelien nicht im Alten Testament. Aber die Evangelien sind noch zu einer alttestamentlichen Zeit. Warum? Weil Jesus ja nach Israel gekommen ist. Weil Jesus unter das Gesetz getan wurde, das zur Zeit Jesu auch noch galt. Was er auch erfüllen musste. Ja, weswegen er auch auferstehen konnte, weil er das Gesetz gehalten hat. Ja, er ist gestorben, er ist von den Römern, / von den Juden umgebracht worden und ist nach 3 Tagen auferstanden. Warum? Weil er das Gesetz gehalten hatte, weil er ohne Schuld war. Also die Evangelien berichten von einer Zeit, wenn sie vom Leben Jesu reden, berichten die Evangelien von einer Zeit, die noch unter Gesetz war. Ja, das ist, in dem Sinn hat das Neue Testament, der neue Bund, der hat erst angefangen mit der Geistesausgießung auf Jerusalem. Und damit sind auch die Worte Jesu in diesem alttestamentlichen Kontext zu verstehen. Aus dem heraus Jesus den ein oder anderen Blick in die Zukunft gibt, ja, wenn auf die Zeit der Gemeinde Jesu. Er sagt, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall Israel, die kommen aus den Nationen, die gehören auch dazu. Ja, wenn Jesus sagt, ich will, dass sie alle eins sind, ja, so wie ich Vater in dir bin und du in mir, so will ich, dass auch sie in mir sind und dass wir alle eins sind, hohepriesterliche Gebet, Johannes 17, da redet Jesus auch davon, dass etwas kommen wird, was noch nicht da ist, ja, oder wenn dann Johannes 4 zu der Frau im Jakobsbrunnen sagt, es wird die Zeit kommen, da werdet ihr im Geist und in der Wahrheit anbeten, das ist neutestamentlich, das ist nach Pfingsten, ja. Aber sein Leben selber, das war noch alttestamentlich. Das war noch unter Gesetz. Und so muss man die Reden Jesu verstehen, so muss man die Bergpredigt verstehen und so weiter. Also ich wollte das nur mal so kurz anreißen für euch mal als Gedankenanstoß, um zu verstehen, wer sind wir überhaupt? Wer ist unsere Berufung? Wer ist unsere Berufung? Ja, was ist unsere Berufung? Wie leben wir überhaupt? Und wie schön ist das, in dieser Hoffnung sein zu können, in so Zeiten wie jetzt, ja? Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen. Ich melde mich nochmal wieder zu dem Thema, weil mir das im Moment auch sehr aufliegt. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.